Natürlich ist es schade, dass wir das für so hier verlieren. Und, wir sind wirklich gut angefangen, erst 20, 25 Minuten. Und, ja, dann haben wir das ein bisschen, den Grip haben wir ein bisschen aus das Spiel verloren. Und das war nicht nötig. Und einfach nur bitter. Ich glaube, wenn man sieht, wie wir die ersten 20 Minuten hier aufgetreten sind, ohne irgendwelche Sachen davor, wie Bremen davor gespielt hat, völlig egal. Wir haben einfach unser Ding gemacht. Ja, versäumen dann auch, wie auch in den letzten Spielen, so ein bisschen dann das 1-0 zu machen oder auch mal in Führung zu gehen. Und ja, dann wird Werder ein bisschen nervöser zu Hause, wenn sie in Rückstand geraten. Hauptsache haben wir auch gesagt, geh so weiter, wie wir sind angefangen. Und wir haben so ein, zwei Sachen haben wir so anders. Und dann haben wir das zweite Halbzeit, glaube ich, gut gemacht und ja, sind wir sehr offensiv gewesen. Und haben wir ja auch sehr viele offensive Möglichkeiten gehabt. Aber das ist in der Bundesliga so, da entscheiden Nuancen. Und ja, wenn wir die Tore dann nicht machen, dann kassierst du sie jemand hinten und ja, dann wird es auch schwer, auswärts zurückzukommen. Verdammt, was sollen wir denn noch machen? Speziell der Pfostenschuss in der ersten Halbzeit. Wenn der reingeht, wenn er 1-0 gehen wir da in Führung. Und ich glaube, da läuft das Spiel auch anders. Ja, am Ende kommt dann den 2-0 und ja, dann ist noch ganz wenig Zeit. Denn dann probierst du das noch wieder umzubauen, aber ja, es war nicht genug heute. Ich glaube, wir haben nochmal alles probiert in der zweiten Halbzeit. Auch da gute Chancen gehabt, den Ausgleich nicht machen können. Und somit muss man dann sagen, haben wir unnötig verloren.